Leute am Start, der Twins Cube, der Marcel und der... Und der Christian ist auch mal wieder mit dabei, hallo. Nach zweiwöchiger Abwesenheit, nachdem sich O2 dachte, scheiß auf Cube, der braucht sowieso kein Internet, bin ich jetzt endlich gewechselt und habe auch eine 200k-Leitung. Dementsprechend werden euch in Zukunft auch Livestreams erwarten, unter anderem auch in Mario Kart, Paragon und auch Ark. Und damit begrüße ich euch auch gleichzeitig zum Tribe Wars Projekt mit Glubschi, unter anderem ist unten in der Beschreibung verlinkt, und die Prime Buddies. Und in diesem Video betreten wir das erste Mal diesen Server und wir suchen noch Leute. Um genau zu sein, habe ich jetzt, glaube ich, eine Stellenausschreibung für 15 Mann ungefähr. Könnten auch, glaube ich, noch sogar bis zu 20 drauf. 20 hat er gesagt. Also genau. Bis zu 20 Leute suchen wir, die mit uns zusammen Ark spielen. Entweder in einer einzelnen Gruppe, das heißt also, ihr baut für euch alleine auf, oder halt auch mit uns zusammen. Genau. Die Regeln sind eigentlich relativ simpel. Ihr baut euch am Anfang erstmal auf und niemand greift irgendwen an. Ihr findet euch entweder direkt als Gruppierung, wie Christian schon sagte, zusammen oder habt vielleicht auch schon einen Tribe. Maximal 6 Mann pro Tribe. Oder ihr könnt euch natürlich auch einzeln bewerben. Das ist nicht ganz so gern gesehen, sage ich mal, weil es ist immer ein bisschen schwierig, sich dann an Leute zu gewöhnen und auch diesen dann zu vertrauen. Mit den Flugdinos dürft ihr zwar erkunden, ihr dürft auch Spieler auf der Map töten, dürft allerdings keine Spieler in der Nähe ihrer eigenen Basis töten, also wenn ihr jetzt seht, die kommen gerade erst raus, oder auch mit Flugdinos jeglicher Art dürft ihr keinerlei Basen angreifen. Das ist also verboten, das ist so ein kleines, sag ich mal, so ein Handicap, dass das ja alles auch ein bisschen schwerer wird und nachdem man sich dann auch so ein bisschen aufgebaut hat, das Zeitlimit, das wird dann, glaube ich, kurzfristig auch gesetzt. Also ihr könnt erstmal ganz entspannt aufbauen, euch zumindest einen Tribe suchen, sofern ihr noch keinen haben solltet. Und dann wird erstmal fleißig aufgebaut, bevor wir uns am Ende dann alle aufs Maul hauen, bis nur noch einer übrig ist, schlussendlich. Und ich bin einfach mal ganz gespannt. Das werden dann wir sein. Das werden dann wir sein wahrscheinlich, ja. Geh mal zum grünen Airdrop, da war noch einer. Ja, klar, warte. Also ihr seht auch schon, ihr kommt auch schnell hoch, denn die Server-Einstellungen sind natürlich höher eingestellt. Ganz einfach aus dem Grund, weil keiner hat, glaube ich, jetzt großartig Bock, jetzt von null anzufangen. Und ihr wisst ja, wie das ist mit dem Leveln. Und bis man denn überhaupt nach oben ist. Und also vom Level her. Und Tribe Wars soll ja auch, ich sag mal, ein bisschen schneller vorangehen. Außerdem, glaube ich, sind ja auch Besonderheiten eingestellt. Und zwar auf der Karte selber. Ach, sieht man, genau, man sieht geil. Sich jetzt. Das ist ja in den normalen Einstellungen nicht. Also der ist auch ein bisschen verändert worden, dieser Server selber. Und ja, das sind eigentlich, glaube ich, so die wichtigsten Infos. Ihr könnt euch einfach in den Kommentaren bewerben oder mich im PSN adden und mich dort halt auf Tribe Wars einfach anschreiben. Schreibt bitte eure PSN-ID dazu, euer Alter. Ihr müsst mindestens 14 Jahre alt sein, um am Projekt teilnehmen zu dürfen. Und ja, das war's dann eigentlich schon. Schreibt mir denn euer Alter, eure PSN-ID. Also wir kriegen schon raus, ob ihr 14 seid oder nicht. Verlasst euch drauf, ja, wir haben unsere Kontakte. Ja, das merkt man auch irgendwo. Und dann schauen wir einfach mal, wen wir begrüßen dürfen. Wir suchen natürlich auch noch für unseren Tribe. Also, wie gesagt, aber schreibt halt auch rein, ob ihr Freunde direkt mitbringt. Ob ihr sagt, okay, wir sind jetzt schon zu 5 oder zu 6 oder wir suchen nur noch 1, 2 Leute. Und die Einladung auf dem Server, das läuft dann so. Ich weiß nicht, hast du es dir gemerkt? Möchtest du das gleich ansprechen, wie das mit dem Server läuft? Von den Zeiten her? Ja, die Zeiten kann ich noch. Also, der Server wird in der Woche von 7 bis 14, ach Quatsch, von 14, andersrum, von 14 bis 22 Uhr in der Woche und am Wochenende von 7, ja, bis Open End, da gab es gar keine Endzeit, das ist einfach halt dann so lange, wie derjenige dann halt auch selber noch da ist und den Server dann irgendwann mal abstellt. Weil der Server wird von einem netten, sagen wir es mal, von einem netten Menschen zur Verfügung gestellt. Von einem ganz netten Menschen? Das sieht ja jetzt hübsch aus. Sieht auch cool aus. Ja, hast du ja auch wieder das Update. Wie gesagt, ja, ja. Ich habe die letzten Wochen ja nicht spielen können. Ich mache jetzt mal hier, wo ist ein Gewicht. Also ihr wisst ja, es ist ein privater Server und derjenige ist halt nicht 24/7 online, sondern es hat halt auch mal noch vormittags was zu erledigen, geht arbeiten und alles und kann dann halt nur in den beschriebenen Zeiten dann online sein und den Server halt auch immer am Laufen halten. Und das läuft dann so, also man bekommt täglich, glaube ich, eine Einladung, ne? Genau, richtig. Genau, täglich, also wenn der Server online geht, kriegt ihr eine Einladung und könnt dann halt bezogen auf diese Einladung jederzeit dann beitreten. Es wird dann auch so laufen, dass wenn ihr mal irgendwas mit der Einladung nicht klappt, wenn ihr keine Einladung bekommen habt oder so, dann meldet ihr euch einfach in der Gruppe. Da gibt es auch noch eine Gruppe, ne? Richtig, genau. Da werdet ihr dann auch direkt eingeladen und darum müsst ihr mir auch eure PSN-ID schicken, dass ich euch dann in diese Gruppe einladen kann. Genau, und dann könnt ihr darüber auch sagen, ey, ich habe keine Einladung bekommen, schickt mir mal noch eine Einladung und dann genau, klappt das richtig. Auch. Und somit spart ihr euch eben dieses ganze Gedöns von wegen Server und Passwort, denn durch diese Einladung, ja, ja, ich weiß, dass ich da hin soll. Geht zum grünen Airdrop. Dass ihr eben dort dann auch direkt angenommen werdet. Ich habe jetzt so viel, weil ich merke das gerade. Der Server, wie gesagt, ist ja umgestellt. Ich sage, ich bin schon so schwer an Gewicht, dass ich jetzt schon überladen bin.
Na gut, du bist ja, du hast doch diese Toleranz. Oh, Alter, wie zum Fick. Freunde, ich muss mich hier erstmal wieder... Jetzt ist das auch automatisch in diesen, hier in diesen Ordner cool unterteilt. Schrank, Tore, Primitiv. Boah, ey, Freunde, Nahkampf. Nahkampf, hier ist es. Ach du Scheiße, muss man jetzt hier suchen. Hab ich die nicht gelernt? Hab ich die gelernt? Wie stellt man denn jetzt her? Ey, die Steuerung musst du einfach mal komplett neu lernen, Alter. Willst du mich trollen? Wo denn? Craft One. Aha. Ja. Mit R2 war's, ne? Ja, genau. Nee, einfach mit X drauf und Viereck drücken. Ich stell die jetzt viermal her, alles klar. Okay, also ihr seht schon. Craft One, ja, ich muss mich halt erstmal ans Update gewöhnen, weil das ist mir jetzt völlig. Es sieht auch viel besser aus. Jetzt mal ernsthaft nach dem Update, Das oh, nö, 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 ja, der kann mal ganz aggressiv werden, wenn du dem zu nahe kommst, hat er ja Bock noch nicht. So sah der auch aus. So, also das sind erstmal so die grundlegenden Informationen. Ja, ich geh doch! Jetzt nimm diesen Airdrop, Mann, wir wissen, was da drin ist. Das sind so die grundlegenden Informationen, darum gibt's jetzt ja auch kein Profi-Gameplay. Ich werde mich erstmal mit dem Christian wieder in dieses System dann reinfuchsen nach diesem ganzen Update. Wie gesagt, das ist jetzt die erste Aufnahme, dass ich das schnell hochbekomme. Die Informationen für euch, wenn ihr Bock habt mitzumachen und uns aufs Maul zu hauen, weil ihr sagt, Alter, guckt dir mal den Cube an, der ist zu dumm, eine Spitzhacke zu craften. Den, der craftet gleich 4. Genau, der craftet gleich 4. Den mache ich... Level 5. Ich bin was? Ja nicht Level 15. Für die Grünen gibt es ja die, die Weißen. Die Weißen, ach ja, ja, ja. Ja, und ich so, Idiot, höre einfach auch noch auf dich, ist okay. So, oh, Freunde, nein. Das war's schon mit dem kurzen Infovideo. Wie gesagt, in den nächsten Tagen kommen auch wieder Paragon-Deck-Guides. Es kommt Mario Kart 8 Deluxe. Und ja, darauf könnt ihr euch freuen. Natürlich auch Let's Play Portal Knights, was ja bisher sehr gut bei euch ankam. Sowie weitere Tutorials dazu. Und ja, dann hast du jetzt das Schlusswort, bevor ich mich hier wieder... irgendwie mal wieder reinfuchse und überhaupt weiß, was ich überhaupt mal tue. Ich mag es eigentlich nicht, das Schlusswort zu haben, aber... Ja, 5? Warum halt 5? Du hast doch 4 gemacht. Hä? Ich dachte auch, ich hätte als Engramm die scheiß Spitzhacke gelernt. Wie komme ich denn jetzt zu den Engramm-Punkten eigentlich? Keine Ahnung. Aber das und vieles mehr... Nein, Spaß. ja, also wir freuen uns dann auf eure Anmeldungen. Seid dabei, wenn wir dann auch mit euch mal so ein Abonnenten-Special auf einem privaten Server. Ist natürlich alles super. Also da freue ich mich auch schon riesig jetzt drauf. Ja... Die doch gelernt. Hast du, aber. Ich konnte sie nur nicht. Ach so, ich konnte sie nicht bauen, weil mir garantiert Material gefehlt hat. Hast du keinen Stein oder sowas? Hast du keinen Stein aufgehoben? Doch, ich hab Steine. Ich hab da. 43. Hat er. Ich hab auch Holz. Und ich hab das und ich hab das. Hä, eigentlich müsste ich. Ich hab eigentlich alles. Und wo konnte ich nochmal craften jetzt? Wie ging das? Wie hab ich das gemacht? Ach so, hab ich das gemacht. So, und hier? Was fehlt mir denn jetzt? Feuerstein! Ey, ihr seht schon, wir müssen uns selber dann hier nochmal reinarbeiten. Oh Gott, bin ich scheiße. Was? Wie?